YouTube Indie-Horror, aber der besonders verstörenden Art. Wir hauen heute extrem verstörende Indie-Horror-Games in ein Video rein und da ist wirklich kranker Stuff mit dabei. Wenn ihr krankes Zeug liebt, dann seid ihr hier natürlich genau in der richtigen Adresse. Bewerten, kommentieren und vielleicht krankes Zeug in die Kommentare schreiben. Nein, Moment, nicht krankes Zeug reinschreiben, sondern krankes Zeug. Ihr versteht, was ich meine, oder? Krankes Zeug reinschreiben. Gut, wir legen los. Bewerten, kommentieren. Ich weiß es doch auch nicht. Auf geht's. Okay, ich werde einfach so reingeworfen. In irgendeinem verranzten Keller hier unten. Hallo? Baby. Wow, das nenne ich mal ein Baby. Hallo Baby Boris. Na? Ich glaube, ich muss kündigen. Ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Mein Job als Babysitter. Was ist das denn gewesen? Ball? Oh nein, es ist ein Indie-Horror-Spiel mit einem Ball. Die sind immer böse. Hallo, entschuldigen Sie, ich würde gerne gehen. Das Baby hier unten braucht, nun ja, besondere Betreuung. Das übersteigt irgendwie meine Kompetenzen. Was haben wir denn hier? Eben gerade ist so eine Tür aufgegangen. Muss ich da was draufstellen? So? Hier stand doch eben gerade noch eine Puppe rum. Oh Mann. Wow. Okay, Baby Boris ist immer noch hier. Hast du Hunger, Kleiner? Hier ist dein Gurkenfass. Kannst du dran nuckeln. Okay, warte mal. Vielleicht müssen wir das irgendwie beschweren. Boah, das Ding wiegt aber eine Tonne. Eine Ration für das Baby ist wirklich verflucht schwer. Eine Mahlzeit, eine Tonne. Das kriege ich hier wirklich kaum vorwärts. Am besten schieben, ne? Oh. Oh. Na los. Oh nein, mein Feuerzeug geht auch noch aus. Geil, Mann. Sehr, sehr geilo. Naja. Hat jetzt nicht so wirklich gut funktioniert. Irgendjemand ist da oben. Ist das alles da drauf? Wow, 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 wow. Irgendwas habe ich aktiviert. Eventuell vielleicht. Okay, gehen wir mal schauen, ob die Tür offen ist. Das Baby ist weg, als ob sich das so schnell bewegen kann. Und dann auch noch so leise. Der 4-Tonner ist doch niemals so leise unterwegs. Jetzt nix wie weg hier. Was ist das denn? Eine alte Mansion. Wo die Vergangenheit zwischen den Wänden versteckt ist. Echos vergangener Tragödien in jeder Ecke des Hauses. Bei Nacht wandern Schatten durch die Zimmer. Schatten eines rastlosen Geistes. Die Stimmen, die einst hier lebten, sind nun Echos in den Korridoren. Wow.
Okay, ich habe irgendwie Körperteile gut durch für Baby Boris. Baby Boris Körperteile. Ey, Moment mal. Spaghettis? Das Haus kennen wir doch. Dieses Haus kennen wir doch. Hallo? Sexy Schaufensterpuppen? Mm-mm, nicht gut. Keypad. Vier Zahlen. Baby Boris! Ich habe die 8 gefunden. Okay, die 8. Hey, kleiner Boris. Ich will nur wegrennen. Hab keinen Bock auf Spielen. Okay, wir brauchen aus irgendeinem Grund Strom für diese Tür hier drüben. Können wir noch andere Bilder untersuchen? Es hat aufgehört. Ich habe ein altes Tagebuch in der Bücherei gefunden. Die Zeilen, die Worte zwischen den Zeilen zeigen mir, was hier wirklich geschehen ist. Eine Geschichte über Liebe, Verrat und dunkle Verschwörungen über Mord lauern wie Geister in den Wänden dieses Hauses. Okay, das böse Familientagebuch. Was zur Hölle läuft hier? Fünf. Zwei, fünf, vier, neun. Ist das das Tagebuch mit Glitzer und Sternchen drauf? Okay, warte, warte. Zwei, fünf, vier, neun. Oh, da wird er mir schlecht. Zwei, fünf. Vier. 7, 8, 9. Und ich habe ein Patschehändchen gefunden und das kleine fette Baby ist wieder weg. Das wir alle so lieb haben. Was zum Geier läuft hier? Irgendwas ist aufgegangen. Also die Tür schon mal nicht, vielleicht die hier. What? Eine Säge. Jetzt sag nicht, ich muss irgendwie noch Körperteile einsammeln. Also meine eigenen gebe ich auf gar keinen Fall her. Warte mal, wir gehen mal hier unten die 5 ein. Alright. 5. Irgendjemand nimmt eine schöne heiße Dusche. Dieses Haus hier, ne? Es wird mich verfolgen bis an mein Lebensende. Ich habe keinen Sprit. Habe ich noch eine Säge? Ne, die Säge ist weg. Nur Körperteile. Wenn ich jetzt Baby Boris nackt unter der Dusche sehe, dann drehe ich durch. Ein alter Fischersmann? What? 9.
Oh Gott, Mr. Fisherman. Feuerzeug verwenden? Use? Nee. Igitt. Darmreste. Okay, das war eine 9, ne? Also die Geräusche sind hart widerlich. Welche Tür hat sich aber geöffnet? Wieder vorne? Neun. Ist da Benzin drin? Alter, diese unheimlichen Babygeräusche. Okay, hier war nichts. Leatherface. Generator macht Strom. Strom macht unten Tür auf. Aber als ich hier reingegangen bin, habe ich da nicht irgendwo noch eine Tür gehört? Ich könnte jetzt raten, ne? Ich könnte einfach durchraten. Ist hier irgendwas in den Eingeweiden versteckt? Eine Schere. Eine Schere wird benötigt. Schubladen kann man nicht öffnen. Wo liegt hier eine Schere rum? So eine Schere kann man natürlich auch super schnell übersehen. Dieses dämliche Feuerzeug. Kann man hier vielleicht das Wasser ablassen? Der alte Fischermann hat sich mit einer Schere beim Duschen verletzt. Ist immer mit seiner Glücksschere duschen gegangen und hat sich da irgendwie Pulsadern aufgeschnippelt. Hast du eine Schere im Kopf stecken? Eine Schere. Glasscherbe reicht doch auch. Wir gehen nochmal hier rein. Vielleicht liegt jetzt hier irgendwo hier noch eine Es hat sich doch irgendwas geöffnet. Vielleicht unten. Wir müssen mal unten in den Keller gucken. Hier liegt keine Schere rum. Also irgendwas hat sich geöffnet. Ich habe irgendwas gehört. Alte Spaghettis. Weißt du, hier liegt ein Messer rum, damit wird es doch irgendwie auch gehen. Absolut eine Brandgefahr. Und von hier bin ich gekommen. Tja, jetzt ist halt die Frage. Die letzte Ziffer raten? Maybe eine Schere drin, maybe Benzin. Ich habe keine Ahnung, wo nämlich hier eine Schere rumliegt. Ich sage, es ist eine 3. 5, 8, 9, 3. So rum. 8, 5, 9, 6. 8,
5, 9, 7. 8, 5, 9, 1. Jetzt, was habe ich bekommen? Fusebox. Okay, das bringt mir irgendwie auch nichts. Ich muss diese Schere wirklich finden. Die grausame Wahrheit. Ich brauche eine Schere. Warte mal. Er macht aber so Patsche-Geräusche, ne? Vitrine kann ich auch nicht aufmachen. Kann die Schere eigentlich nur in dem Bereich hier sein? Da ist das Benzin. Hab ewig danach gesucht. Weil ich mich irgendwie auf eine Schere fokussiert habe. Ich wollte so sehr eine Schere. Oh, rein mit der Gülle. Ja, läuft er jetzt? Habe ich jetzt Strom? Ja, wird schon irgendwie laufen. Ich denke mal, jetzt müsste die Tür aufgehen. Ach, come on. Was fehlt denn jetzt noch? Er hat Benzin. Kann man ihn irgendwo irgendwie einschalten? Nö. Boah, diese Geräusche! Drehst du ja durch! Es hat Sprit, das Ding. Okay, die Puppe hier ist weg. Sag nicht, jetzt baut es noch eine Schere. Ich habe keine Ahnung, wo die Schere ist. Keine Ahnung. Hier das Seil schon längst mit Benzin abgefackelt. Yo, Puppi. Das ist nicht zufällig eine Schere. Na, vielleicht fehlt hier auch noch irgendwas. Was ist so ein zweites Teil? Scherengeflüster. Das Spiel. Das Ding hier muss man drehen. Dieses winzig kleine Ding hier muss man drehen. Und dann hat man da unten Strom. Nach dem habe ich gesucht. Ich habe ein paar Mal diesen Generator abgesucht, aber wenn du nicht direkt davor kniest und presst dran gehst, dann findest du es nicht. Ah, guck mal hier. Ein Raum mit einer Schere. Geil, Mann. Okay, irgendjemand will mich töten. Alt, kenne ich bereits. Türen sind zu. Mr. Fischer! Ich bringe Ihnen Ihre Tabletten gegen die Stimmen. Alright. Okay. Aha, Mr. Fischer.
Wir haben darüber gesprochen. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen Ihr Büro nicht in eine Räucherkammer verwandeln, Mr. Fisher, Sir. Ein altes, vergessenes Rezeptebuch in der Küche. Da geht es nicht nur um Essen, sondern auch um mysteriöses Verschwinden. Und Mörder, die hier ihr Unwesen getrieben haben. Okay, irgendwelche dunklen Mächte lungern hier noch rum. Dieses Feuerzeug. Wow, wow, Mr. Fisher. Dunkle Mächte. Die einfach so Puppen umschmeißen können. Und Geflüster. Jede Menge Geflüster. Baby Bobble. Ich sollte das Baby in Stücke hacken. Geht's, Alter. Der reibt sich mit Blut ein, der kleine Fratz. Und was ist hier los? Mr. Fisher schmatzt einfach irgend so einen Obdachlosen. Eins. Na, haben wir schon gelöst. Haben wir schon getrippelt. Okay, hier kann man gar nichts machen am Safe. Was haben wir denn hier? Im Wohnzimmer des Hauses fand ich einen alten Spiegel. Ich dachte, die Gesichter, die sich daraus reflektieren, könnten die Gesichter der Menschen sein, die einst hier gelebt haben. Einige dieser Gesichter sind mir unvertraut. Vielleicht sind es Abdrücke der Menschen, die hier schon seit vor Hunderten von Jahren gelebt haben. Jedes Mal, wenn ich reingeblickt habe, hatte ich das Gefühl, irgendetwas hinter dem Spiegel beobachtet mich. Wenn ich mich umdrehe, war da aber nichts. Nur dieses hässliche, komische kleine Baby. Was ist das für ein Geräusch? Klingt wie so ein Projektor, ne? Na, es reibt sich irgendwie mit Schmiere ein. Sexy. Aber was nun? Ich hab eine Axt. Oh. 8591. Nö. Yo, Baby. Warte mal, ist hier irgendwo ein Spiegel, in den ich blicken darf, blicken muss? Nee, hier gibt's keine Spiegel. 9C? Das bedeutet 9C. Die dritte Zahl ist eine 9. Ey, der Boy 7B. Also 7-9. Der Boy, der schleicht hier durch den Flur. Hier geht's nicht weiter. Was ist aber B ist? Wo ist A? Wo ist A? 7B. 9C ist im Badezimmer. Ich brauche noch eine. Dann kann ich wieder durchtesten. Aber ich finde keine.
Weil zwei durchtesten ist schon tricky. Das ist schon nicht easy. Yo, Baby, hast du irgendeine Zahl für mich? Oder muss ich dich mit der Axt erst ein bisschen bearbeiten? Mr. Fischer. Der ist weg, samt Leiche. 7B. Hä, Moment, 7B? 7B. Das Baby noch wegzaubern? Was hat das jetzt zu bedeuten? Hier kann ich auch nichts drücken. Ey, ich musste gucken. Ich hab's nicht rausgefunden. Ich geb's zu, ich hab's nicht rausgefunden. Ich bin rumgeirrt. So, um 9, 3. Ich musste gucken. Ich weiß auch nicht, wie der Typ es rausgefunden hat. Ich hatte keine Ahnung, wo hier noch Zahlen sind. Wahrscheinlich eine endlose Kette von Leuten, die es irgendwie rausfinden mussten. Indem sie einfach irgendwo gucken. Achso, das ist ja so kryptisch. BTF. Was spiele ich hier schon wieder? Okay, ich habe den Schlüssel. Hier ist jetzt die Tür offen, Mr. Fischer. Mr. Fischer. Ich weiß nicht mal, wo der Schlüssel hin muss. Hier steht 3D. Wie soll man das denn sehen? Wo bin ich denn jetzt? Was ist das denn hier jetzt? What the heck? Särge. Hier ist Zeitung, hier ist 3D. Ich habe eine Axt. Kann ich die vielleicht da irgendwie verwenden und mich da durchhacken? Irgendwie nicht. Oh, doch. Man muss nur ewig drauf prügeln. Irgendwann geht's kaputt. Oh Gott, so verkackt noch eins. Okay, was mache ich mit dem Schlüssel? Na stimmt, hier oben war noch eine Tür. Perfekt. Haben wir noch. Im Garten habe ich einen alten Grabstein entdeckt. Okay. Er weiß nicht, wem das Grab gehört. Aber er glaubt, dass die Präsenz immer noch nachts umher wandert. Okay. Die Schatten der Bäume. Direkt neben dem Grab. Schmerztabletten, okay. Die Tür wieder auf. Dort, dieses Baby. Was zu...
zum Geier? Okay. Mehr fällt mir dazu nicht ein, als ein simples... Okay. Das ist ja ein weirdes Game. Und jetzt? Anzünden. Klingt vernünftig. Wow, 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 wow. Brenn! Brenn, sag. Brenn. Ich gehe hier einmal durch und jetzt gehe ich nach Hause, okay? Nichts für ungut. Tschüss. Alter, das war... wow. Absolut wow. Das war Growls. Wo es um nichts geht und irgendwie ein fettes Baby dich verfolgt. Da ist das Baby, Officer. Das hat mir das alles angetan. Ich weiß nicht, eure Meinung zum Spiel, mal in die Kommentare. Wir schauen uns das nächste an. Amber Alert soll richtig hardcore gestört sein. Wir sind mal wieder ein Polizist mit Bodycam, der zu einem Einsatz gerufen wird. Doch diesmal sind wir nicht in der Rolle des Mannes, der dauernd wegrennt und irgendwie unfähig ist, obwohl er ein Polizist ist, sondern wir langen anscheinend ganz schön zu. Ich bin gespannt, let's go. In die modernen Spiele wird man einfach so reingeworfen, ne? Zack, rein mit dir. Kriegst du schon irgendwie hin. Okay, was machen wir hier? Wir schauen uns irgendeinen Film an, chillen ein bisschen und dann fährt ein Van vor. Und irgendjemand läuft an unserem Haus vorbei. So spät noch Besuch? Oder ist das eine Pizza? Ich meine, so ein Trash-Horror muss man sich natürlich mit einer Pizza zu Gemüte führen, ne? Ja, ich komm ja schon. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo? Maria! Liebling? Babe? Ich ruf die Bullen. 911, what's your emergency? Hello? War das ein Messer? Wow! Okay, ich wurde niedergedülcht. Amber Alert. Und so beginnt es. Ist das eine tote Katze? Oh, ich wette, das wird so ein richtiges Trash-Game. Einheit 13, kopieren Sie. Perfekte Übersetzung. Einheit 13, Kopie. Ich war ungefähr 10:42, mein Partner ist bereits 10:07. Einheit 13, wir erhielten einen 911-Anruf auf der St. David Street. Können Sie bitte kommen? Auf dem Weg zur St. David Street. Ich kopiere. Parke direkt vor toter Katze. Einheit 13. Yep, das wird wirklich purer Trash. Ich fühle es in meinen Trash-Adern. Okay, wir spielen den Cop wahrscheinlich jetzt, ne? Oder spielen wir den Killer? Das wäre natürlich auch geil. Wir haben Gesellschaft. Oh yes. Einmal alles mitnehmen, was geht. Ziehe ich meine Waffe? Ich würde die direkt ziehen. Irgendwelche fetten militärischen Fahrzeuge. Das ist kein gewöhnlicher Killer. Roter Schlüssel benötigt. Wo haben die denn einen roten Schlüssel?
funktioniert, wie es soll. Was ist hier passiert? Verstärkung rufen? Fragezeichen? Können wir rüber zu den Nachbarn? Wow! Was war das? Boah, habe ich mich eben erschrocken. Was? Interagieren mit F-Tab? Für Taschenlampe, ah. Ist aber eine schwache Taschenlampe. Die ganze Nachbarschaft hier dezimiert. Es scheint, dass etwas ist blockiert. Vielleicht gibt es einen zweiten Eingang. Okay, hier ist eine ganz schöne Sauerei. Jede Menge Blut. Da liegt eine Leiche im Pool. Funktioniert, wie es soll. Naja, es kommen nur Funken raus, aber hey. What the fu, Alter? Fernseher. Amber Alert. Bleiben Sie in Ihrem Haus. Frau wird vermisst. Nein, ich zensiere das nicht. Das macht das Spiel selbst. Das soll wohl irgendwie stilistisch cool sein. Oh mein Gott, die bringen sogar die Haustiere um. Was ist das? Stromausfall. Ich sollte nach einem Sicherungskasten suchen. Wow. Was? Wie? Wo? Was? What the heck? Okay. Ich bin einfach so draufgegangen. Was hätte ich drücken sollen? Es ging so schnell. Munition bin ich voll. Was ist hier passiert? Unsere Talentscouts haben ein makelloses Mädchen namens Sarah entdeckt. Sie hat kurzes braunes Haar und Lippen so süß wie Kirschblüten. Wir haben einige gut zahlende Kunden, die Sie in Aktion sehen wollen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von potenziellen Lecks ist. Der Keller ist mit der notwendigen Kameraausrüstung vorbereitet. Entfernen Sie alle Störungen, bringen Sie sie herunter und starten Sie die Produktion. Mit freundlichen Grüßen. Okay, was machen die hier? Sind das irgendwelche Porn-Admins? Das war wahrscheinlich der Hund, den die abgeschlachtet haben, ne? Okay, ich hoffe, ich überlebe es diesmal. Leiche im Pool. Leiche hier drüben. Hundeleiche gefunden. Ich gehe diesmal direkt raus. Okay, wo ist der Killer? Kann ich Licht anmachen? Besser. Ich mach überall Licht an, wo es nur geht. Okay, diesmal werde ich nicht direkt von hinten abgestochen. Cleanup Crew. Wow, das war einfach. Wir haben die ganze Straße erwischt. Diese Lämmer haben uns sicher mal kommen hören. Die Messer gingen rein wie warme Butter. Ich zitter immer noch vor lauter Vergnügen. Coral hat sogar etwas Blut getrunken. Jetzt ist er wirklich einer von uns. Wir machen heute Abend unseren Livestream und ich bin wirklich aufgeregt. Das Mädchen, das wir gefunden haben, scheint gutes Material zu sein. Übrigens habe ich alle Häuser verschlossen. Ich habe immer den Schlüssel für das Nachbarhaus in jedem Haus liegen lassen. Ich denke, wir haben niemanden vermisst, aber nur für den Fall. Das rote Haus ist das letzte. Da gehen wir alle nur manchmal hin, um ein bisschen beschäftigt zu sein. Es wird dir gefallen.
Alter, ich bin richtig paranoid. Ich denke die ganze Zeit, ich höre... Leertaste, Leertaste! What the fuck, Alter? Okay, wir müssen nach oben. Okay, funktioniert wieder. Irgendwelche Freaks. Leertaste spammen. In den Keller geflutet, die Schweine. Wow, 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 die Katze hat überlebt. Gute Neuigkeiten, der Katze geht's gut. Gern geschehen. Wir müssen Schlüssel finden. Und uns wahrscheinlich so von Haus zu Haus arbeiten. Die machen das alles nur, um irgendwelche Internet-Snuff-Filme zu drehen. Code eingeben, bestätigen, Sitzung verlassen. Ich habe keinen Code. Das ist dann wohl der Ehemann. Den haben sie irgendwie komplett zerwurstet. Drüben ist ein Safe. Ich brauche einen Code. Was war das denn jetzt schon wieder? Also Licht ist noch an. Wo kriege ich den verdammten Code her? Kein Strom? What? Aber da drüben brennt doch noch Licht. Ich brauche den Code. Na gut, hier komme ich schon mal nicht runter. Der zufällig einen Code? Die arme, niedergemetzelte Sau. Ich gehe mal ein Haus weiter. Anscheinend haben sie ja hier die ganze Nachbarschaft niedergemäht. Blauer Schlüssel benötigt. Okay, aber wo gibt's den blauen Schlüssel, verdammt? Und wer macht dauernd hier die Sicherung raus? Das muss Sarah sein, ich muss sie finden. Sie könnte noch am Leben sein. Hat aber nichts in seiner Hand, der Kollege hier. Müssen wir in die Küche gehen? Was ist das denn hier, ein Magazin? Bin ich voll, brauche ich nicht. Irgendein Heftchen? Alter, das gibt's doch nicht. Wer macht denn dauernd hier Strom aus? Dann kann es ja nur noch irgendwas oben sein. Hier los. What the heck? Ich kann mich eben nicht bewegen. Hast du einen Code? Kein Strom. Oh, ein Schlüssel. Ein weißer Schlüssel habe ich gefunden. Wo passt denn ein weißer Schlüssel rein? What? Alter! Oh Gott!
Okay, wir haben den weißen Schlüssel. War der Alarm schon die ganze Zeit? Ist das hier eine weiße Tür? Die sieht ziemlich weiß aus. Nicht mit diesen Bullen, Bruder. Nicht mit diesen Bullen. Ah, kein Strom. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Sicherungskasten ist. Eine Fernbedienung. So, lass den Strom mal bitte an. Das wäre sehr nett. Naja, die Lichtquellen sind auch nicht so geil, ne? Schachteln. Da kommst du ja niemals durch. Unüberwindbare Schachteln. F.U. Der grüne Schlüssel. Wow, 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 wow. Alter. Okay, ich habe den grünen Schlüssel. Wie viele Sektenfreaks sind das noch hier? Gibt ja gar kein Ende. Blauer Schlüssel. Wo war denn der grüne? Wahrscheinlich nebenan, ne? Was? Reflexe wie eine Katze. Kein Interesse an neuen Freunden. Sorry, Bro. Oh, natürlich, natürlich. Wirklich. Überall den Strom abgestellt. Ready? Ich brauche bald Munition. Ist der Strom schon wieder kaputt? Läuft. Voll die Zombies, ne? Naja, sie trinken ja auch Blut und schänden die Lebenden. Flying Man. Schwarze Tür. Alter, what the heck? Haben die hier für einen gestörten Kram angestellt? Ich bräuchte so einen Garagenöffner. Geil, Mann. Die schwarze Tür. Ich hab halt nichts, ne? Ist irgendwie ganz nett, wenn das Licht anbleiben würde, wenn du den Sicherungskasten hier wieder aktivierst. So musst du halt immer wieder alles ein- und ausknipsen. Ganz schön nervig. Ah, hier drüben. Blau gefärbter Schlüssel. Und eine Sauerei mit der Alten angestellt. Oh! Boah! Alter! Oh
Mann. Rennst hier durch die Gegend und plötzlich jumpen dich diese Freaks an. Strom. Munition holen. Ah, hier geht's noch, oder? Hallo? Oh mein Gott! Endlich, ich habe den roten Schlüssel. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die Garage öffnet. Wow! Boah! Er knallt ihn ja weg, ne? Verliert aber dafür keine Patronen. Ich habe den roten Schlüssel. Wir können Sarah eventuell retten. Geil, Mann. Warte, Strom. Ich gehe auf Nummer sicher. Oh. Zu viele Psychos. Viel zu viele Psychos für meinen Geschmack. Die haben ja irgendwas geredet von, dass sie sie in den Keller gebracht haben. What the heck? Diese Typen sind Tiere. Hätte die gerade vergeben. Anscheinend, sein Lulu ist draußen. Holy moly. Also eins muss man dem Spiel lassen, die Leichen sehen schon alle ziemlich böse aus. Aber wo ist die Verstärkung? Warum hast du keine Verstärkung geholt? Erstmal voll im Ernst, in so einer Situation wird doch jeder Verstärkung rufen. 513. Wahrscheinlich am Computer, ne? Okay, der PC war im ersten Haus, wo wir drin waren. Strom anmachen, hochgehen. Ob wir das Wasser da unten irgendwie ablassen können? Ah, die Leichen bleiben liegen. What? Alter, wie er einen Flip macht. Fünf, eins, drei. Safe geöffnet. Garagenfernbedienung. Ihr Zombies. Irgendwie funktioniert hier nichts mehr, ne? Wow. Wow. Jetzt sterben wir, nicht cool. Ich glaube, ich hole mir nochmal Munition. Hier kommen nämlich jetzt immer mehr. Oh, wow.
Alter, wie die sich ransneaken. Hui, hui, hui. Muss mir eben gerade mal ganz kurz das Näschen putzen. So, Waffe ist bereit. Der schwarze Schlüssel. Also gingen wir hinunter, um mit ihr zu produzieren. Wenn du zuschauen oder sogar ein bisschen mitmachen möchtest, hier ist der Schlüssel. Achte einfach auf eine schwarze Tür in einem der Häuser. Ja, die haben da unten einen ganz besonderen Film gedreht. Wo war die schwarze Tür? Die war... War die hier? Dem Haus? Was? No way. No way. Okay, ich habe den schwarzen Schlüssel wieder besorgt. Boah, die halten aber auch irgendwie jetzt mehr ausgefühlt. Okay, wo war die schwarze Tür? Ich glaube, hier drüben. Diesmal war die Garage auch hier. Das ist alles random. Kein Bock, jetzt wieder zu sterben. Alles gut? Oh Gott. Das ist ultra gestört. Es gibt zwei Türen. Alter, nee. Das ist brutal sick. Munition. Oh mein Gott, hier geht's noch weiter runter und hier ist es super dunkel. Aufnahmeraum. Was? Es gibt noch mehr? Ich höre Schritte. Wow, wow. Strom. Spielzeug. Okay, die Story von dem Game ist schon ziemlich hardcore gestört. Wo kriege ich Strom her? Oben? Hauptsicherung reinmachen? Hier gibt's Munition, hier Strom. Es fehlt eine Sicherung. Verflucht, wo kriege ich eine Sicherung her? Was ist das für ein riesiger Keller? Ist ja ein Haus unter einem Haus. Waren wir hier schon? Liegt aber keine Sicherung rum oder sowas. Gestörte Schweine, ey. Aufnahmeraum. Das Verrückte ist, sowas gibt's wirklich. Ich kann hier aus irgendeinem Grund nicht hoch. Jetzt geht's. So was Abartiges gibt's halt wirklich.
wo kriege ich die Sicherung her? Gefunden. Jetzt nur noch lebend runterkommen. Strom war bei der Munition. Super dark hier drin. Wo war die Munition? War die nicht auch hier unten? Jetzt schwören können, die war hier unten. Hier gehe ich wieder im Kreis und lass mal hier hoch. Wo war die Muni? War die hier drüben? Ja. Jetzt ja nicht abgestochen werden. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Im Aufnahmezimmer. Thank you. Please take me out of here. Holy moly, die lebt noch. Okay. Mädel? Bleib bei mir. Munition, Munition, Munition. Alles gut, easy. Alter, der Raum hier ist echt böse. Da wollen wir gar nicht so genau hingucken. Der Raum hier ist das pure Böse. Bist du hier? Gut. Wow, 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 wow. Nein, nein. Ach, komm schon, Bruder. Oh Mann, Alter, das ist das Ende. So sieht es aus. War nochmal richtig ätzend, da rauszukommen. Besonders, weil man immer wieder von vorne anfangen muss. Also an sich eine coole Idee. Sehr, sehr düster, sehr, sehr gestört. Aber auch irgendwie zu dunkel, zu unausgereift. Ich weiß ja nicht. Und klar wird jetzt noch abgemetzelt von dieser Sekte. Naja, naja. Ganz nett. Part 2 soll kommen. Bin ich mal gespannt. Kann man auf jeden Fall besser machen. Fork Road ist sehr gut bewertet. Es kann eigentlich nur schlimmer werden, oder? Es kann eigentlich nur schlimmer werden. Deswegen gehen wir direkt rein, ab in die Hölle. Neues Spiel. Da stand zwar, ich könnte irgendwie fortsetzen, aber ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wirklich, noch nie. Aber na gut. Lass uns ein Spiel spielen. Ja, okay. Machen wir. Ich habe eh nichts zu verlieren. Großartig. Beginnen wir mit den einfachen Dingen. Was sind denn die einfachen Dinge? Ich glaube, diesen Gang werden wir noch sehr, sehr häufig sehen. 1 plus 8 mal 7 minus 9 gleich 48. Wo
Okay, wir puzzeln hier irgendwas zusammen. Gut gemacht. Jetzt versuchen wir etwas anderes. Bitte kein Mathe mehr. Bitte kein Mathematik! Telefon! Okay, Telefon klingelt! Was hat das zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Es war richtig. Bisher machen Sie einen tollen... Sie machen einen tollen bisher. Dankeschön. Was kommt jetzt? Napoleon? What the... Was hält die Person auf dem ersten Gemälde? Stechenschwert, Krummsäbel. Ja, pf, keine Ahnung. Krummsäbel? Oder ein Stechenschwert? Bin ich tot? Das war richtig, Gott sei Dank. Weitere Herausforderungen kommen. Das ist ein Fiebertraum-Game der besonderen Art mal wieder. Okay. Der Pfeil sagt hier lang. Kann man dem Pfeil vertrauen, ist halt die Frage, ne? Oh Gott, boah! Hoi, hoi, hoi! Please! Ihre Sehkraft ist sehr gut. Dankeschön. Kürbisse. Wie viele Kürbisse liegen hier im Gang? Och, echt jetzt? Ich zähle die doch jetzt nicht. Verrückt, ich zähle die doch jetzt nicht. 100. Ich sag 100. Ich habe nur geraten, also wirklich, ich habe nur geraten mit diesen Kürbissen. Es waren sogar wirklich 100. Ich meine echte Kürbis. Ich meine echte Kürbis. Echten Kürbis. Was ist denn echten Kürbis? Neunundneunzig. Und? Sie sehen verwirrt aus. Lassen Sie, lass mich dir einen Hinweis geben. Mach mal. Oh, diese Kürbisse. Wo ist der Hinweis? Ich bin verwirrt. Ah! Null. What the heck? Was für ein weirdes Game. Was für ein weirdes Game. Frohen Kürbistag. Du mich auch. Kannst mich auch mal am Kürbis lecken. Was ist das hier? Die Crackpfeife vom alten Gandalf? Rauchst du? Nein. Also, ja, im Moment rauche ich schon. Also wahrscheinlich ja, ne? Weil ich bin ja gerade am Rauchen. Eher am Brennen. Ich brenne. Ich rauche nicht, ich... What? Hier ist Rauchen nicht erlaubt. Okay, das ist... Das ist ein weirdes Game. Muss ich die denn nehmen?
Kann ich ohne Rauchen weitergehen? Nee, ich muss sie nehmen. Nicht hier durch? Nee. Nein. Wie gesagt, ich brenne. Ja, was denn? Wie denn? Muss ich dem vielleicht das Ding geben? Ich denke, sie brauchen etwas Hilfe. Vielleicht muss ich die Pfeife einfach dem riesigen Kopf geben, dann raucht er. Ja, hab's verstanden. Jetzt nehme ich nein. Also, geht doch. Halten Sie die Luft frisch. What? Zu langsam. Okay. Immer noch zu langsam. Wie soll ich denn, was soll ich denn hier machen? Oi. Oh, was? Alter, was ist das für ein Spiel? Okay. Okay, danach kommt Todeslaser. Kann ich mich ducken? Nee, ich kann mich nicht ducken. Ende. Keine Ahnung. 7. Was für eine Frage. 7. Maybe. Ich würde sagen, dass das Ding hell genug ist. Hell genug für was? Okay. Wie viele Laser gibt es, ha? Huh? Ja, aber es waren doch auch mehr als 6. Oben waren 3, in der Seite waren 4, sind wir schon über 7. Zu viele. 6, 7. Wie viele Laser gibt es? Es sind keine 6, es sind keine 7. Ich kann immer nur 2 wählen. Was willst du, Spiel? Schnell laufen macht Fortschritt. Habt ihr die zusammengerechnet? Fragezeichen. Okay. Kann ich mit irgendwie ein Foto machen? Hm.
Ich habe eine alte Kamera. Aha. Was bringt das? What? What? Gott. Vermeiden Sie den Angriff. Wie soll ich den vermeiden? Indem ich den nicht fotografiere als einziges? Okay. Nicht durch. Ich habe Angst. Blau. Blau. Glaube ich. Ich würde mal ganz frech behaupten, blau. Ey, das ist so eine schöne Fotografie. Dankeschön. Das ist so ein weirdes Game. Also heute sind wieder Spiele dabei. Was ist das denn jetzt? Welche Farbe haben seine Augen? Schwarz, braun. Woher soll ich das wissen? Schwarz. Das sah ziemlich böse aus. Woher soll ich das wissen? Genauer hinschauen, ja, wie denn? Rot. Weirdestes Game ever. Aber sehr positiv bewertet. Weiter. Jetzt kommt wieder Mathe oder sowas, ha? Huh? Sollte Ananas zur Pizza hinzugefügt werden? Nein, großer Gott, nein. Lauf, was? Ich will keine Ananas-Pizza. Gott. Cool. Anscheinend sollte Pizza auf Ananas. Ich find's furchtbar ekelhaft, aber na gut. Mhm. Ey, wie ich verarscht werde. Wie ich hier verarscht werde. Dieses Problem wird niemals Frieden finden, ja. Die alte Debatte mit Ananas und Pizza wird immer Hass auslösen, auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit? Nö. Immer noch nicht. Okay, ich gehe ja schon. Die Stromversorgung der Beleuchtung wird für eine bestimmte Zeit außer Betrieb sein. Okay. Nein, sein Mund war geschlossen. Glaube ich, oder? Sein Mund war geschlossen. Ja, es ist ganz witzig. Okay, ich gebe es ja zu. Es ist ganz witzig. Seien Sie auf die kommende Herausforderung vorbereitet. Bin ich. Glaube ich.
Okay. Was zum... Was steht da? Was steht da? Wie viele waren das? 6, glaube ich. Keine Ahnung. Wer soll das schon wissen? Hab keine Angst, es ist nur ein Monster. Waren es 5? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alright. Ab jetzt immer alles zählen, was da irgendwie einem in den ins Gesicht geworfen wird. Es ist nicht schwer, oder? Nur geht. Könnte schwerer sein. Cool, der Boogie-Mann. Hallo, Mr. Boogie. Zwölf. Glaube ich. Yay. Oh nee, war falsch. Dann 11. Anscheinend 11. Ey, das ist alles so random, ne? Einatmen, ausatmen. Wie? Hä? Ist ja gar nicht mehr da. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Jetzt sind es 12. Hatten wir doch auch schon. Mehr Herausforderungen annehmen. What? Wer hat ihn getötet? Die Lady. I don't know, wer soll ich das denn wissen? Untersuchen Sie den Tatort. Woher soll ich das wissen? Sie ist von da drüben gekommen. Also sage ich wieder sie. Eheprobleme. Hilfe ist angekommen. Hey, kann man das lösen oder will das Spiel... dass es genau so endet. Ich meine, das mit den Händen haben wir ja irgendwie auch nicht richtig lösen können. Hilfe ist angekommen. What? I don't get it, man. Hier ist ein Pfeil. Da drüben war auch ein Pfeil. Was ist denn hier? Das ist doch vom Spiel so gewollt.
Das ist doch vom Spiel so gewollt. Das will ich doch irgendwie kaputt machen. Ja, Sherlock Holmes, deine Mutter. Oh oh. Keine Ahnung. Wird schon stimmen. Beschweren Sie sich nicht über die Bildschirmqualität. Einfach stehen bleiben. Da war ein Symbol. Stehen Sie hier nicht benommen da. Was hat das Symbol zu bedeuten? Achteck. Glaube ich. Weiß nicht. Ging erst wieder so schnell. War richtig. Meilenstein. Okay, hier liegen Bücher rum. Eine blaue Kugel. Welche Hand? What? Ich weiß nicht, die linke? Alter, auf welche Details soll ich denn hier achten? Welche Hand fehlt? Ende in Sicht. Smileys. Eins. Moment, wir fangen hier an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. What the f- 8, 9, 10. Wo ist die 10? Hier. Sie werden die Dunkelheit besiegen. Ja, hoffentlich. Okay. Yo. Da ist ja gar nichts drin. Ja. Außer die Luft zählt als Inhalt. Staub. Da war Staub drin. Ich dachte, die Antwort wäre offensichtlich. Was war denn drin? Dunkelheit? So, her damit. Puh! Die ist doch eindeutig leer. Ich sag nein, weil jetzt ist... Keine Ahnung. Es war Dunkelheit drin, aber die ist jetzt weg, weil Licht drin ist. Der Sieg ist in Sicht. Wie bin ich überhaupt hier gelandet?
What? So, schauen wir mal rein. Ein Smiley ist drin. Wie oft hast du gelächelt? Was? 5 Mal. Glaube ich. Puh, keine Ahnung. Oder ist der Weg noch weit? Diese verdammte Truhe, ne? Smiley mit einer Zunge. Sechsmal? Ich... I don't know. Wie oft? Weniger als 6. War richtig. Eine Pause zu machen, weil ich mich gut benommen habe. Alter, das Video heute ist ein einziger Fiebertraum. 21. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jo, noch 2. Ausdauer zahlt sich aus. Diese Runde ist sehr einfach. Gehen Sie einfach nach rechts und Sie können passieren. Okay. Wirklich jetzt oder werde ich verarscht? Verarscht! Das war so klar. Ja, ich bin zu naiv. Ich bin zu naiv. Ich gehe jetzt wirklich nach rechts nochmal. Weil ich denke, die Lektion ist auslektioniert. Ja, okay. Game getrippelt. Also, Horror ist es nicht, aber es ist wenigstens eine Beschäftigung. Die Katze natürlich, gell? Die Katze ist der beste Freund. Alle lieben Katzen. Das Internet lässt Katzenliebhaber doch nie hängen. Yay! Es ist fast vorbei, ich vermisse dich jetzt schon. Ich dachte, es wäre vorbei. Nein. Nein, ich wusste, es ist ein Horrorspiel. Ich wusste, es ist ein Horrorspiel. So, jetzt lass mich gehen. Okay, die endgültige Entscheidung. In diesem irren Meisterwerk. Ja, ja. Magst du dieses Spiel? Ja, ja. Ende! Juhu, ich hab's geschafft! Ich bin der Allerbeste! Glückwunsch! Geil! Ihre Akte, normales Ende. Katzenende. Was wäre das andere gewesen? Hund? Ja, es war ganz nett. Es war ganz nett. So, Leute. Das war es mit dem Video. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten und kommentieren mit Katzenliebe. Denn die bekommen ein Herzchen, die das machen. Auf Wiedersehen und
Tschüss!